Leid aus unseren Ländern in andere Länder. Gewissermaßen exportieren wir sie zu unserem eigenen Gunsten, indem wir sagen, dass wir Waren, die wir für die Preise, für die wir sie bekommen und unter den Bedingungen, unter denen sie hergestellt werden, nicht bei uns herstellen wollen, weil wir dieser Bedingungen unwürdig sind. Was wir also machen, ist, wir sagen, wir als Menschen sind irgendwie besser und sollten besser behandelt werden als jene, von denen wir uns beliefern, bedienen lassen. Letztendlich ist das, was heute passiert, eine Versklavung der westlichen Welt durch die westlichen Länder. Das ist das Ausnutzen des Standortvorteils, den wir haben. Das, was die sagen, ist, dass die uns genau das vorwerfen, das System, das sie selbst verteidigen. Wir sagen, wir haben eine moralische Verpflichtung zu handeln. Wir sagen, unser Antrag funktioniert, denn es sind die richtigen Akteure und Mechanismen, die Ruben hier eingeführt hat. Diese Seite hat gesagt, es würden Firmen pleite gehen. Und wir sagen, das ist richtig. Denn es wird Firmen geben, die sollten pleite gehen. Diejenigen ausbeuterischen Firmen, die seinerzeit, die heute für teilweise gar keine Löhne, für teilweise geringe Löhne, unter unmenschlichen Bedingungen, wo man teilweise bis zu 20 Stunden an seinem Arbeitsgerät stehen muss, unter Bedingungen, wie wir sie bei Foxconn erlebt haben, wo ganze Fabrikgebäude so gebaut sind, dass wenn dort ein Feuer ausbricht, Menschen sich nicht retten können. Wir sagen, das alles, diese Firmen, die sollen auch nicht pleite gehen. Aber es ist nur die Makroperspektive, die wir genannt haben, denn es ist richtig, manche werden pleite gehen. Aber nicht alle. Und das ist der entscheidende Punkt. Es werden bestimmte Unternehmen überleben. Ich werde später auf diesen Mechanismus eingehen, wie das ganz konkret funktioniert. Weniger Wettbewerb. Nun, wenn niedrige Löhne bzw. schlechte Bedingungen der einzige Grund dafür sind, dass ein Produkt irgendwo anders hergestellt wird, dann sagen wir, ist das für uns der Grund ist für uns nicht gut. Wir sagen, es wird in manchen Situationen so sein, dann sollte das auch geschafft werden. In den meisten Situationen wird es so sein, dass es auch andere Standortvorteile gibt, neben den schlechten Arbeitsbedingungen, die diese Staaten sich zunutze machen können. Das bedeutet, dass beispielsweise Kaffee vor allem in Südamerika und in Afrika angebaut wird. Der kann gar nicht in Europa angebaut werden. Das bedeutet, da eine starre Nachfrage für Kaffee besteht, da nicht jetzt irgendwie die ganzen Kaffee-Junkies hier unter uns plötzlich sagen, wir trinken gar keinen Kaffee mehr, dazu gezwungen sind, die höheren Preise zu zahlen. Und das bedeutet wiederum, in dem Augenblick, wo das wiederum Fairtrade-Produkte werden, die Firmen werden sich anpassen, denn das sind eben die Orte, wo das allein produziert werden kann. Das heißt, die müssen sich auch anpassen aus diesem strukturellen Grund. Die werden das entsprechend unter besseren Bedingungen verkaufen und dann werden wir unsere Strafsteuer auch aufnehmen. Weiterhin zum Mechanismus, wie das Ganze funktioniert, um das Ganze wasserfest zu machen. Wie verändert das ganz konkret sozusagen, wie läuft das? Bei uns werden die Steuern erhöht. Was passiert? Nun, die Menschen kaufen das preiswertere Produkt. Das preiswertere Produkt, das nach unserer staatlichen Politik, die hier Ruben und ich eingeführt haben, eben das Fairtrade-Produkt. Das bedeutet, die Leute kaufen Fairtrade. Das Geld, was an diejenigen Firmen und Unternehmen geht, die heute unter Fairtrade-Bedingungen funktionieren, vermehrt sich. Also diese Produkte werden mehr gekauft, danach gibt es mehr Nachfrage. Diese Unternehmen, wo es bereits Strukturen gibt, müssen also sich ausbauen. Diejenigen Menschen, die in dem Nebendorf arbeiten, nicht unter Fairtrade-Bedingungen, können also dort Arbeit finden. Die Menschen werden nicht allesamt ihre Arbeitsplätze verlieren, die Menschen werden bessere Arbeit bekommen, weil das Geld an die richtige Stelle fließt. Und deswegen funktioniert dieser Mechanismus auch vor Ort. Was wird weiterhin funktionieren? Wenn wir an Foxconn denken zum Beispiel, wo Apple seine Produkte produziert, in China, dann ist es einfach so, dass nach Apple-Produkten eine starre Nachfrage besteht. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, die ist absolut stark. Die Leute würden nicht plötzlich aufhören, Apple zu kaufen. Das sieht man übrigens auch daran, dass Apple-Produkte ohnehin schon extrem teuer sind und wir uns die Laptops, die im Grunde genommen genauso gut sind wie die von Lenovo und so weiter, wenn man sich CPU etc. anschaut, die kauft man sich trotzdem für 200 Euro Geld mehr. 200 Euro Geld, genau, ja. Also auf jeden Fall. Der entscheidende Punkt ist, ihr lacht zu Recht und es ist lächerlich, wir bezahlen für die Firma. Wir bezahlen für den Namen und wir sind auch weiterhin bereit, für den Namen zu bezahlen. Denn diejenigen, die jetzt schon alle Apple-Produkte haben, werden auch weiterhin bei Apple kaufen, denn es ist ein Gesamtprodukt. Das heißt, Foxconn, die das produzieren, die werden ihre Bedingungen anpassen müssen, denn sonst könnte Apple eben überhaupt nicht produzieren, weil er schon absetzt. Das heißt, an dieser Stelle, dieser Mechanismus funktioniert. Aber auch darüber hinaus, warum funktioniert der Mechanismus auf moralischer Ebene? Wir sagen, der Staat und auch ein liberaler Staat, so wie wir ihn definieren, als westliche Demokratie, ist nicht wertneutral. Er muss eine moralische Instanz sein.
Der einzelne und durchschnittliche Bürger, der morgens in die Schule geht, zur Ausbildung oder zur Arbeit geht und nicht persönlich, diese Personen handeln meistens nicht politisch, sie sind meistens nicht politisch aktiv. Warum? Weil sie teilweise vielleicht die Qualifikation oder das Wissen dafür nicht haben, wir sagen aber, das ist vielleicht gar nicht so relevant, sondern vor allem, weil sie Zeit und Ressourcen nicht haben. Weil politisches und ethisch-moralisches Verhalten immer auch Kraft kostet, immer auch Gehirnschmalz kostet, immer auch Entscheidungen kostet. Und wir sagen, an dieser Stelle muss der Staat steuern, und zwar indem er erzieht und nicht gebietet und indem er Strukturen schafft, Anreizstrukturen, innerhalb der, dieser für die Menschen es logisch ist, sich moralisch zu verhalten. Bevor ich das weiter ausführe, bitte. Ich könnte mit unserer Analyse auseinandersetzen, dass Leute lokal kaufen, dass sie halt eben nicht Schokolade essen, sondern Nachtgummis, und dass die Leute Schokolade profitieren, die produzieren, halt eben nicht davon profitieren, dass die Schokolade teurer wird. Also für manche Schokolade musst du zum Beispiel eben Kaffee herstellen und für manche Schokolade kann man auch weiterhin günstig in Afrika produzieren. Ja, das ist aber die Leute mit Lachgummis dann vielleicht etwas mehr kaufen, nehmen die gerne ins Kauf. Wir sagen aber nicht, dass, wie ich vorhin gezeigt habe, eben alle Strukturen nach innen ausgelagert werden, weil es schlicht und ergreifend Produkte gibt, die immer noch preiswerter draußen zu verkaufen sind. Das ist halt was. Zu diesem moralischen Urteil, das der Staat zu treffen hat. Der Staat muss sagen, was richtig ist und was falsch ist. Denn der Einzelne handelt so ein bisschen auch nach dem Herrn. Es ist falsch zu sagen, wir brauchen ein Veggie Day jeden Donnerstag, weil das eine Bevormundung ist und ein Verbot. Was wir hier machen, ist eine Wahl zu geben, eine Wahlmöglichkeit. So dass die Menschen immer sagen können, es ist meine moralische Entscheidung, das zu kaufen, was ich eben kaufe, und dadurch einen Beitrag zu leisten. Die Macht des Kunden ist eines der gefährlichsten Dogmen der liberalen Wirtschaft. Denn die sagen, jeder von euch kann entscheiden. Aber das ist doch Quatsch. Jeder von uns kann dann entscheiden, wenn wir sicher sind, dass alle anderen kollektiv genauso handeln wie wir und die Risiken auf alle Köpfe verteilt sind. Was wir tun, ist, wir handeln nicht selbst moralisch, weil wir wissen, die anderen tun das auch nicht und dadurch eben entsprechend wir auch gar keinen Effekt erzeugen können, bis auf einen persönlichen Nachteil. Deswegen muss der Staat ran, deswegen muss er sagen, wir alle werden so handeln. Wir wollen demnächst die Zettel nach unten legen. Wir haben die moralische Seite auf unserer Seite. Wir haben die wirtschaftlichen Mechanismen auf unserer Seite. Kommt zu uns.